Hallo und herzlich willkommen hier zur letzten Folge von The Star Wars The Force Unleashed Teil 1. Weil wir haben jetzt die Hauptkampagne durch mit 6 Stunden 30. Wir haben einmal Hoth gemacht mit ca. einer halben Stunde und den Jedi-Tempel mit einer Dreiviertelstunde. Und jetzt werden wir sehen, wie lange Tatooine braucht. Natürlich wieder auf normal. Wir wollen ja nicht, dass ich noch schlimmer versage als sonst. Noch irgendwas? Nein. Danach wird es wahrscheinlich, also auf diesem. Ich würde gerne von Slots reden, aber das sind bei mir gibt es ja keine richtigen Slots. Ich hatte mal versucht, irgendwie zeittechnisch Slots einzubauen. Also was weiß ich, das Republic at War damals noch. Und dann darauf folgend Homeworld immer um 15 Uhr kommt und The Force Unleashed um 18 Uhr, aber habe ich nicht geschafft. Ja, es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. Wir wissen's. Ich glaube, ich muss das überquatschen. Da war ja was. Aber wir lieben ja alle dieses Star Wars und so. Ich glaube, der Großteil, der hier was. Als eine zerbrechliche Hoffnung. zerbrechliche Hoffnung. Das ist die Zeit des Bürgerkriegs, Raumschiff von Rebellen verschickt. Haben wir erst Siege gegen das Galaktische Imperium errungen. Ja, das kennen wir bestimmt. Mit der Zerstörung des ersten Todessterns, ne? Während des Kampfes gelangen Spionen der Rebellen geheime Pläne für die ultimative Waffe des Imperiums, den Todesstern, einer gepanzerten Raumstation mit genug Feuerkraft, um einen Planeten zu zerstören, zu stehlen. Der Imperator schickte Starkiller, den Sith-Attentäter des Starfader vernichtet. Achso, jetzt sind wir wieder böse. Bevor die Allianz die Freiheit der Galaxis wiederherstellt. Naja. Before the Rebel Alliance can restore freedom to the galaxy. Ich muss das immer noch überquatschen. Was wollte ich sagen, so wird es mit Slots, ne? Das habe ich ja zeitlich dann nicht mehr geschafft. Ich könnte das Slots nennen, weil ich weiß ja nicht. Ich mache das momentan wirklich sehr random. Wie es halt gut passt, ne? Eigentlich ist also 2 LPs parallel. Und da kommt mein Sternzerstörer. Ja. Oh. Hallo. Das war doch die Tefton-Fregatte. Die sieht aber nicht mehr so gut aus. Kaboom. Jetzt soll ich die C3PO und Co. finden, oder was? Als wären die gegen Strom immun. Das finde ich lustig. Ist ja wirklich leise bei mir. Fressbrett! Ich spüre, dass Sie noch keinen Erfolg hatten beim Verfolgen Ihrer Ziele, mein Lehrling. Noch nicht als mein Schüler. Ein Meister. Wie ich es erwartet habe. Sie werden zum Palast von Jabba dem Hutt weitergehen. Seine Spione sind die einzige zuverlässige Quelle auf diesem Schandfleck eines Planeten. Er wird wissen, wo wir die Droiden finden. Ich werde sie nicht enttäuschen, Meister. Wir werden ja sehen. Schön asynchron. Dringe in den Palast von Jabba dem Hutt. Oder Jabba dem Hutt. My Lord, hier ist Captain Barriss. Der Imperator hat mich angewiesen, Ihnen bei Bedarf zu helfen. Also gut, Captain. Fahren Sie fort. Jawohl, mein Lord. Scheinbar haben Sie bereits die Jawas entdeckt. Scheußliche Kreaturen. Entfernen Sie den Sandcrawler, okay. Was? Haben Sie Granaten oder was? Tot. Interessant, wir sind jetzt nur Lehrlinge des Imperators. Wir sind noch nicht mehr Schüler. Also Darth Vader war ja Schüler, oder? Ach, kann sein, dass das auch einfach nur anders genannt wird. Aber ich fände es lustig. Zack. Zack.
Wow, diese Bilder. So viele Bilder in der Sekunde, das ist ja... die respawn hier. Ach, die Wagen ist ernsthaft. Aber komm. Hallo. Erstmal Sandcrawler wegschrubbeln. Was hast du vor? Kleiner. Oh, die sind ja lustig. Was können die? Ich glaube, die Bausammlung, kann ich die zerstören? Sieht sehr zerstört aus. Java-Wachdrohne, das ist ja lustig. Sie geben also zu, dass sie Hilfe brauchen. Kleinen Javas. War ja nicht noch irgendwo... Oh, den habe ich schon kaputt gemacht. Hallo. Na. Jetzt? Den muss ich ja wirklich wegschieben. Ist ja dreist. Nur weil die sich da einer festgefahren hatte. Unsere Scanner zeigen, dass ihre Route von einem Sandkriecher der Javas blockiert wird. Wenn sie einen Weg finden, eine sehr große Menge der Macht auf die Seite des Sandkriechers einwirken zu lassen, könnte das ihre Route freimachen. Plopp. Wiedersehen. Soll das nochmal hier Starkiller das neue Fähigkeit und Macht demonstrieren oder was? Haben die da jetzt einen Zwischen gelegt? Fand ich jetzt recht unnötig. Ah! Hallo Holocron. Warum hole ich mir das eigentlich? Egal. Es ist Bonus und wir mögen alle Bonus. Holocron gesammelt. Ich weiß. Was? Oh, ein Loch. Wenn es dabei leckt, ist es nie schön. Mann, ey. Diese PC-Version ist so für den Arsch von bevor es anliegt. Das glaubt man auch einfach. Was? Steh auf, du dummer Fott. Was? Ich war doch in Sicherheit. Was soll denn der Mist? Lalala. Plop. Oh, Scharfschützen und meine Lieblingseinheit. Zack. Reicht das schon? Ja, das reicht. Ich glaube, hier mag einer die Javas auch nicht. Was war das gerade? War das... Ah, oh, das sind die Scharfschützen. Ich wollte schon sagen. Mich hält nichts auf. Ich bin Starkiller, der Assassine. Oder besser gesagt, der Attentäter des Imperators. Warum die einfach nicht mal dem ganzen Planeten inversionieren und für Ordnung sorgen? Ach, hallo, Boba. Was? Ach so. Das ist zum Geil. Du da. Boah, überladetes System. Anders gesagt, einfach nur alle kleinen Lampen, die da rauskommen. Ein bisschen blitzen schon. Komm. Zack. Hoppala. Hallo. Waren die Viecher hier böse? Ich weiß nicht. Hallo? Imperator schickt mich? Willst du mich verarschen? Jabba, sie sind anmaßend. Also ich würde das ja nicht durchgehen lassen, aber ich habe leider nicht das Oberkommando. Wird das Ding eigentlich, also nachdem man die Informationen natürlich hat, die man braucht, aus dem Orbit bombardieren? Also kleine Orbital-Bombardements sind immer sehr schön. Wiedersehen. Unglaublich. Was ist das? Was ist das? Es leuchtet rot, ich will es haben. Hallo.
Oh, das ist ja praktisch. Am besten schlagt... Genau, ihr schlagt alle auf mich ein. Dann zieht ihr euch nämlich noch viel mehr Leben. Oh, schön. Und sie quietschen wie die Schweinchen, die sie sind. Gute Arbeit, was? Mag er seine Wachen nicht, oder was? Braucht er jetzt eine neue Show, oder was? Eine lebensbedrohliche. Braucht er den natürlichen Kick, den so eine Schnecke nicht hat, oder wie? Ja, auch mal lustig. Huttenrennen. Dann setzt 5 Hutten nebeneinander. Nein, ich will nicht mehr schaden, ich will geschäftlich... Achso, natürlich. So ein Huttenrennen. Dann setzt die ganzen Hutten nebeneinander. Der allmächtige und gütige Jabba würde gerne... Bano Wanchi Kurba, du da sitzt, komm. Das Imperium sucht nach 2 Droiden, Astromech und Protokoll, die zusammenreißen. Sie werden für jede Information entlohnt, die ihre Spione liefern können. Ano Droida Tatooine, Makuna Shirakta Lopach. Sir, Garinden berichtete, dass er 2 solcher Droiden in Mos Eisley gesehen hat. Master! Blob! Oh Mann. Noch ein. Ich habe ein Déjà-vu. Hallo, Wanker. Was? Fliehen Sie aus dem... Was? Fliehen? Nächster fliehen. Ich mach das Ding kaputt. Nebenbei, da ist irgendwas Sith-mäßiges. Ich will das haben. Auch wenn das Viech jetzt schon fast wieder tot ist. Wir haben ja aus Felucia gelernt, wie man Wankers kaputt macht. Lalala. Naja, okay, jetzt wird's wirklich einfach. Scheiße, ich muss niesen. Ach, scheiße. Wir warten einfach mal. Oh, jetzt ist die Energie leer. Wanker, sieh es ein, du bist kein Gegner für mich. Was? Halt. Okay, also wenn Starkiller nicht das tut, was er tun soll, dann kann, weiß ich auch nicht. Boom. Was haben wir da hinten noch? Ich will rumexperimentieren. Fliehen. Oh, Unverwundbarkeit, das ist auch schön. Aber den ganzen Bonus brauche ich eigentlich echt nicht. Lalala. Hey, du dummes Viech. Zack. Zack. Ach, das kennen wir doch schon alles. Sieht aber immer wieder schön aus. Hätten die eigentlich für den ein bisschen was Besonderes machen können? Haben sie, glaube ich, sogar. Oder? Plop. Tot. Ja, fliehen. Wie wir es mal mit Rache üben. Flüchten Sie nach Mos Eisley. Was ist denn das für eine Formulierung für einen Sith-Affentäter? Sag doch direkt. Was? Moment. Sag doch direkt. Erweise dich als nicht würdig. Du elender Feigling. Hallo? Hallo. Danke. Warum haben die eigentlich hier so exorbitant viel Leben? Das sind nur Söldner. Also da hätte ich es verständlicher gefunden, wenn man den imperialen Soldaten ein bisschen bessere Werte gegeben hätte. Was ist den Viechern hier? Hallo. Oh, Wookies! Kaputt.
Bup. So geht's ganz einfach. Ja, das war nur eben ein Zufall. Das war überhaupt nicht beabsichtigt, dass vom Spiel, dass die Wookies in eine Falle laufen, damit man selbst nicht reinläuft. Ah, es geht nach unten. Flüchten Sie nach Mos Eisley. Sie vom Diro. Schnief. Ach komm schon. Geh kaputt. Danke. Na, wie geht's so? Ich wurde vom Imperator geschickt. Aber ich glaube, jede Galaxis braucht so. Was? Oh, nochmal so ein schönes Feld. Moment, du da? Nein, falsch. So, danke. Hallo. Jetzt grapsch das Ding. Grapsch das Ding! Oh Gott. Hui! Zack, 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 zack. Pop. Hä? Zieh die Tür auf. Ah, das ist ja eine lustige Tür. Hopp. Unbegrenzte Energie. Ja, das ist. Genau das brauche ich. Geh da weg. Danke. Hätte eigentlich die noch da reinlaufen lassen sollen. Danke. So langsam wird's nervig. Wiedersehen. Boom. Ich frage mich immer, wer solchen Idioten Waffen verkauft. Am Ende verletzen sie sich doch mehr selber als alles andere. Oder sie verletzen jemanden, der wichtig ist, zum Beispiel mich. Das will doch keiner. Hallo? Hallo? Okay, so war das jetzt eigentlich nicht geplant, aber es war lustig. Zack. Sag mal, wie viele dumme Türen haben die denn hier? Noch eine Etage runter. Man könnte meinen, in Jabba's Palast ist ein langer Gang. Mann, in die Witcher kannst du uns. Ich weiß nicht, das kommt gerade mir so Witcher nicht. Aber weil du da einfach mal. Hallo? Hallo. Weil man da ja einfach eine Taste gedrückt halten kann, dann metzelt Geralt alles vor einem weg. Ist voll lustig. Hui. Hui. Und zack. Haben wir es bald mal. Mein Lord, konnten Sie die Droiden finden? Die Droiden sind in Mos Eisley, Captain. Lag. Jetzt sag bitte nicht, dass das Spiel mir abgestürzt ist. Das wäre nämlich kacke. Lass mal nachgucken. Das sieht gerade, ich sag mal so, sieht gerade nicht gut aus. Task Manager. Hallo, Maus? Sieht sehr abgestürzt aus. Hallo? Na dann, bis gleich. So, weiter geht's. Zum Glück hat er hier gespeichert. Tür geht auf. Dach. Sollst du das da nehmen? Hallo. Hui. Ah, ist das lustig. Und Bumm, los. Haha. Ah, die begehrten Foltermethoden hier für Druiden.
Kleiner Kurzschluss. Augenscheinlich oder einfach nur Verbindung ist drin, ich weiß nicht. Nicht dein Ernst, sie haben sich eine imperiale Wache gegönnt. Ein imperialer Aufträumtrupp. Oh, wie süß. Die glauben damit, die könnten mich besiegen. Wurde ich schon sehr verwundert. Aua! Aufräumtruppe? Ernsthaft, die haben hier mehrere von. Zack. Ab. Aua. So, jetzt noch einmal rum. Dann haben wir es doch gleich. Dann sind nämlich auch die nervigen Pfosten weg. Wunderschön. Also Nummer 1. Wiedersehen. Geh mal bitte. Warten wir, Sekündchen, Sekündchen. Matsch. Nächste Version. Oh, sogar diesmal zwei auf einmal. Schaden gesteigert. Ist ja lustig. Nummer 1 ist weg. Ich will den auch wieder da reinstupsen. Aber. Ja, wo kommt der? Oh, wo kommen denn die dummen Schüsse her? Danke. So. Und noch ein Holocron. Hallöchen. Wie geht's denn so? Sagt der Holocron. Danke. Wo kommen die her? Also rein spielmechanisch gesehen. Oh, komm. So. So, so. So, hopp, hopp. Danke. Danke, so. Nummer 1, dann da. Ach so, hier gibt's eine Tür. Weißt du was? Du da. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. So. Los, los, geh nach da hinten. Warten wir im Momentchen. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Oh Gott, Junge. Reg mich nicht auf. Reg mich nicht auf. Du willst nicht, dass ich mich aufrege. So, so, geh kaputt. So, jetzt ist er kaputt. Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier raus? Ich hoffe nicht, dass ich jetzt durch die Scheiße da durch muss. Plop. So, jetzt ist noch einer da. Wunderschön. Bomb. Bom. Jetzt kann man da problemlos durchgehen. Wunderschön. Hallo. Moment, jetzt habe ich ein Déjà-vu. Sieht so aus, als hätte ich das schon mal gespielt. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich das noch nie gespielt habe. Oh, ein Superauge. Sind Sie das, Sir? Proxy. Sir? Ja. Sie sind es. Da, Junge! Ihr Javas regt auf. Es tut mir leid, Sir. Die Rechte meiner Kopfschaltkreise sind immer noch defekt. Ich bin nicht in der Verfassung, Ihnen nach dem Leben zu trachten. Außerdem vermisse ich meine Waffe. Ja? Ich muss irgendwie aus diesem Raum heraus, Proxy. Ich weiß schon wie. Aber
Du da. Hallo. Auge. Sir, vielleicht könnt... Hallo. Mona Genabdanolia. Ja, so. Danke, Proxy. Gewisse. Es war schön zu... Kaputt. Willst du mich verarschen? So. Warten. 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 Oh Gott. Geht das hier schon? Ist hier schon Ende? Ja, hier ist schon Ende. Blub. Mein Lord, wir verlieren Sie. Irgend ist unsere Übertragung stört. Ja und was? Laden. Laden ist gestört, würde ich mal schätzen. Cephalogons verbessern vorübergehend deine Kräfte, ich weiß. Deshalb finde ich das auch so lustig. Oh! Warum wusste ich das? Hast du ziemlich verwüstet. Dein Kopf bringt jetzt jede Menge Credits ein. Dann werde ich das jetzt zu Jabba zurückbringen. Hallo, Boba. Siege, Boba Fett. Wir nennen nebenbei mal, hier. Macht-Upgrades, gab's da was? Weil ich habe die ganze Zeit Punkte bekommen, aber ich meine... Der müsste ja eigentlich voll ausgeskillt sein. Ja, voll ausgeskillt. Hat der hier auch alles? Weil ich glaube, in der ersten Mission hatte der hier noch Sachen frei. Ne, hat alles. So. Aua. Boba? Dein Vater wäre nicht sehr stolz darauf, dass du dich mit dem Imperium anlegst. Bumm. Oder besser gesagt, vielleicht wäre er sogar sehr stolz auf dich, ich weiß es nicht. Bumm. Komm schon, Tag. Nee. Diese scheiß Viecher. Vor allem hier... Was? Ja genau, Sniper, ich glaub's auch. Und die Viecher nerven langsam. Und jetzt sind alle tot. Hey, hätte gut das Leben gerade gebrauchen können, vor allem nach der dummen Sniper-Aktion. Ich sehe, der Hund des Imperators hat Zähne. Du bist sogar schlimmer als Vader. Ja, weil ich Blitze blitzen kann. Blitze blitzen. Du wirst weggeblitzt. Wiedersehen. Hat sich das jetzt? Oder möchten sie mehr haben? Hi. Oh, ein Thermaldetonator. Was? Ich hab doch gedrückt. Nette Rakete. Kriegst du wieder. Noch ein Déjà-vu. So viele Déjà-vus auf einmal? Das ist ja unglaublich. Hallo, Hahn. Ich kann dir nicht erlauben, das zu tun. Jetzt gegen Obi. Ich wartete viele Jahre auf die Vernichtung des echten Obi-Wan Kenobi. Ein Jedi-Meister, also der müsste jetzt schon richtig was drauf haben, technisch gesehen. Aber ist, sag mal so, es ist anscheinend nicht das, was es sein sollte. Hallo? Junge! Gib dir ein paar Blitze. Blitze sind meine Freunde, das ist das, was du niemals können wirst, aber... Was ist das denn? Oh, nicht schon wieder! Hallo? Jetzt geht hier schon wieder alles kaputt, das ist ja grauenhaft.
Aufstehen! Aufstehen und töten! Danke. Vor allem, warum der Millennium Falcon jetzt nicht einfach abhebt. Sieht doch, dass Obi jetzt ein bisschen schwach gerade auf der Brust ist. Hier brennt es immer noch. Das ist ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Dein Meister wird dich hintergehen. Oh, fast vergessen, ich habe Meister Imperator. Ich werde ihn doch nicht verraten. Ich habe gesehen, was da passiert. Oh, süß! Ganz viele Drohnen. Oh, na. Hallo? Hallo? Ah, Blitze. Das ist Blitz, Blitz, Blitz. So, wunderbar. Das war's auch damit. Und so geht alles. Viel einfacher. Alter, das ist so beschissen. Hallo? Gott! Junge, Obi. Du regeln mich auf. Aber das ist echt das Einzige, was einem wirklich abfuckt. Ach, das kann ich auch. Das kann ich auch. Ich sag, das kann ich auch. Wiedersehen. Wo bist du, Obi? Ich fürchte, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Stimmt vollkommen, weil ich dich habe dich noch nicht getötet. Aber. Hallo, ich will dich greifen. Ich will zupacken. Zupacken. Ah, Hallöchen. Ja, die! Danke. Hä? Ich hab doch gedrückt. Danke. Energie. Genau, das meint ihr doch. Genau in den Antrieb. Willst du mich verarschen? Jetzt will das Ding abheben und jetzt. Oh Gott, ey, Obi-Wans Geist. Das ist ja genauso schlimm wie eben. Wie das bei Hoth. Oder Hoth. Je nachdem, wie man es haben will. Ich glaube, die Amerikaner sagen Hoth. Ich hätte gerne mein Lichtschwert wieder. Danke. Willst du mich verarschen? Hallo? Ja, Sissi. Toll! Ach gut, jetzt habe ich wieder Kontrolle über meine Saubs. Also da... Obi-Wan! Flieg! Flieg, klein Obi-Wan! Ich sagte, flieg, klein Obi. Obi, du bist schon tot. Jetzt muss ich dich nochmal töten. Das. Hey, auch wenn er als Geist wiederkam, er konnte nicht kämpfen. Das ist. Du hast aber eh alles schon geändert. Ich habe auch schon alles geändert, weil wir sind nicht Bestandteil des normalen Universums. Wir sind. Ich wollte schon sagen, ist der gerade durch den Boden geglitscht? Sah sehr lustig aus. Wiedersehen. Stirb an der Umgebung. Danke. Wie tötest du einen Geist? Am besten mit Blitz. Und auch weg. Futsch. Ach, nur das Lichtschwert bleibt übrig. Lauf, Luke. Lauf! Und? Was hast...
Nicht dein Ernst. Anstatt dass er das mit der Macht runterholt. Naja, das war anscheinend der kürzere Part. Weil ich mich auch diesmal nicht ganz so doof angestellt habe. Wir sind bei 35 Minuten. Okay, das Spiel ist zwischendurch mal abgeschmiert. Aber es ist die PC-Version von The Force Unleashed. Was soll ich sagen? Die läuft halt nicht so besonders. Hat man ja, glaube ich, inzwischen gemerkt. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht. Ich könnte jetzt nochmal den Endscreen durchlaufen lassen, aber ja, das nächste Projekt, also was danach starten würde, ist The Force Unleashed 2. Da gibt's leider kein Bonusmaterial für alternative Kram. Das war alles hier. Und ja. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich könnte einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Es war einmal vor langer Zeit, da habe ich gespielt. Fertig. Ja, das war meine gesamte Jugend. In 3 Sätzen erzählt. Genauso wie bei dir und dir. Ja, du nicht. Du aber. Noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Dieser Zwang, nicht einfach das Ding nicht leer durchlaufen zu lassen, ohne Gequatsche, der ist schon enorm, würde ich sagen. Aber vielleicht ein Resümee, wie fand ich The Force Unleashed? Ja, okay, das dämlich ist, ich habe es ja schon inzwischen mehrmals durchgespielt. Ja, also die DLCs sind schon lustig, wenn die Performance nicht so grauenhaft wäre. Ja, und das mit den Bugs hat aufgeregt. Inhaltlich kann ich natürlich nur sagen, mehr davon kann nie schaden. Obwohl ich mal wieder... Was? Proxy und Jabba hatten die gleiche Stimme, okay. Wo ist der mit... Für die Stimme von Jabba... Ah, die Jabba-Stimme habe ich... Ne, nicht die Jabba, sondern, wer war... Welche... Doch... Obi-Wan, genau, jetzt habe ich leider nicht mehr aufgepasst. Weil die Stimme von Obi-Wan hat überhaupt nicht gepasst zu einem alten Mann, irgendeine total junge Stimme. Vielleicht kommt das ja nochmal unter anderen Leuten. Also unter für ein anderes Land. Publishing. Toll. Marketing. Ja, Marketing. Das ist genau das, was wir alle sehen wollen. Sales. Wo ist Steam? Sale Analyst. Ach, das ist ja lustig. Consumer Insiders. Was brauchen die einen Insider? Also du brauchst einen Insider dafür, was die, um zu wissen, was die Leute kaufen wollen. Natürlich. Was haben wir denn da noch so schönes? Lucas Business 4. Ja, Human Resource. Das klingt immer so... Ich finde abwertend. LucasArts. Ja, wir könnten eigentlich noch ewig LucasArts hinterher trauern. Und die schöne Havoc Engine. Hallo Havoc. Die ist schon praktisch. Vor allem, die ist unabhängig und läuft auf allen Systemen. Nicht so wie diese dumme Nvidia-Physik-Scheiße. Also... Das regt mich schon auf, vor allem mich als AMD-User. Ich glaube, da kann man auch schon Krieg ausbrennen zwischen Nvidia und AMD, obwohl finanztechnisch gesehen Nvidia natürlich klar gewonnen hat und Intel. Leider. Sehr schädlich für Konkurrenzdenken. So, das war's dann wirklich endgültig mit Star Wars The Force Unleashed 1. Wenn ihr die Videos nicht nochmal seht, werdet ihr diesen Screen nie mehr sehen müssen. Oder wollen, oder... Keine Ahnung. Jedenfalls, ich bedanke mich vielmals für alle, die zugeschaut haben, für alle, die bis hierhin zugeschaut haben, die das Bonusmaterial geguckt haben. Alles einfach. Dann sage ich, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen, ciao.